Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Org Evaluation mit mir, dem Bumble. So, und heute würde ich doch mal eine kleine Tour machen ins blaue Gebiet alleine, einfach mit dem Tante Spino. Und ich habe mir vorsichtshalber erstmal auch den Strahlenanzug mitgenommen. Ja, ich weiß noch nicht, was mich da unten genau erwarten wird. Ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu erkunden mit dem Spino. Wie weit man überhaupt ins Spino quasi auch runterkommt, beziehungsweise hineinkommt ins blaue Gebiet oder gleich sogar weiter hinaus sogar, ja. Da muss ich aber schauen. Auf jeden Fall, hier kommen wir, glaube ich, irgendwo runter. Ne? Spino ist eigentlich stärketechnisch voll gut dabei. Können wir sogar noch ein bisschen leveln, indem wir hier noch ein bisschen aufräumen, die ganze Sache. So, komm mal her, hier, mein Kleiner. So, das haben wir sogar noch ein Level gemacht. Na, ordentlich. Spino hat ja die 100% Prägung und ja. Ja, levelt ordentlich, ja. Mit knapp 16.000 Leben. Level 231, ich glaube, das ist schon mehr wie ordentlich hier auf den Server. So, und letztes Mal bin ich mit Johnny Anglerseite runtergegangen. Ja, Anglerseite vom Fluss quasi. Und jetzt probiere ich es mal hier alleine in dieser Richtung. Ich glaube, die Ravengers, die müssten mich theoretisch alleine, in Ruhe lassen. Man könnte da oben lang anscheinend. Man könnte hier runter. Versuchen wir hier oben lang zu gehen. Ja? Ah, jetzt bin ich auf so eine Schlange getreten. Stimmt, ich mache ja Trampelschaden. Was ist denn hier los? Ich komme da nicht ran, oder was? Ich komme da wirklich gerade nicht ran an der. Vielleicht auch so ein Glowbug geärgert. Ah, nur Gott. Na, komm her, geht doch. Musik, beruhige dich. Warte mal, da oben sind wir letztes Mal lang gelaufen. Ja? So, hier kämpft doch mal irgendwer. Werde ich auch noch mal ärgern. Jetzt versuche ich einfach mal hier runter zu laufen Richtung von diesem, ja, blauen Baum. Gucke mal ganz kurz auf die Karte. In welche Richtung gehe ich denn da eigentlich? Na, aber auf jeden Fall mal beobachten. So, auch du bist weg. Ich würde das gerne mal testen, mal herausfordern, ob hier wirklich eine Reaper Queen kommen würde, wenn ich jetzt das Licht ausmache und die ganze Zeit mich hier quasi mit diesen Nameless-Viecher rumprügele. Da soll ja angeblich dann irgendwann auch die Reaper Queen kommen. Habe ich etwas mal gehört. Ob stimmt, weiß ich nicht. Hab's auch noch nie probiert. Was wäre eigentlich mal ein Versuch wert. Jetzt habe ich hier schon wieder irgendwas getreten. Mistkäfer, ernsthaft. Ach nee, komm. jetzt habe ich die Karte wieder zu immer. Okay, ich gehe also immer weiter nach Bus. Vielleicht finde ich ja auch hier interessante neue Rohstoffe, die ich noch gar nicht kenne. Gar nicht kenne. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Hier ist eine Zipline. Auch wieder Metall. Und da unten ist eine Krabbe im Wasser. Okay. Also man sieht, mit Spinos hat man schon ein bisschen mehr Probleme hier in dem Gebiet. Außer man würde sich quasi irgendwo da unten eine Base bauen, denke ich mir mal. So eine Außenstelle. Und die Tiere dann quasi da lassen. Was hier eigentlich für ein Gebilde? Kriege ich da irgendwas ganz Besonderes raus? Okay, ist einfach nur ein Baum. Einfach nur quasi ein Baum. Der halt nur anders aussieht, ne? So, na gut, dann probiere ich mal andere Richtung irgendwie mit Spino. Ein grüner Revenger. Guten Tag. Level 16. Ja, ich will nämlich ungern mit Spino da runterspringen. Ja, ich meine, ja, der Spino würde das alles eiskalt da unten erledigen, höchstwahrscheinlich, hoffe ich. Aber ich will auch wieder einen Weg haben, wo ich nach oben komme. Oh, das ist eine etwas größere Ratte. Nee, 48, okay. Ja, eine Ratte will ich mir auch nochmal ziehen. Wollte ich eigentlich machen.
Aber ich habe da oben keine vernünftige Ratte gefunden. Und da irgendein ganz kleines Tierchen, sage ich mal, das lohnt sich nicht. Finde ich jedenfalls. So, hier können wir auf jeden Fall runter ins Wasser. Das Blue Gems, ja. Blue Gems und einen Haufen Metall, so wie ich das hier sehe. Okay, das Wasser ist schon ordentlich groß hier unten. Ich bin noch mal ganz kurz in die Karte. Okay, das ist quasi dieser Riesensee, ja. Ich glaube, die Krabbe... Ich weiß gar nicht, greifen die Krabben automatisch Spinos an, oder... Oh, anscheinend ja. Na, dann komm mal her, Krabbe. Komm, du wärst nicht die erste Krabbe, die das Spino vernascht. So, Krakino ist. Ist Besuch von den anderen beiden oder. Oh, da ist ein Baryonyx. Baryonyx im Wasser ist immer böse. So, hier haben wir noch ein paar Saber-Tooth-Fische. Ja. Aber Baryonyx hier unten ist gut zu wissen, dann könnte man sich theoretisch mal auch einmal entziehen. Ja, für ein Level. Okay. Okay. Was bist du? Ach, du bist ein Frosch. Na, da kommt eine Krabbe gesprungen. Na, du komm mal her hier. Hier auf festem Land. Ah, da halt die unter Kontrolle. Ey, das ist eine Qualle da hinten, oder? Chlor, also eine Qualle. Für die Dinger muss man doch wieder so ekelhaft aufpassen. Ich kann mich daran erinnern, dass der Klausi damals auf dem Spino gestorben ist, weil ihn eine Qualle überrascht hat. Oder er nicht weggekommen ist und die Qualle ihn quasi geschockt hat und vom Sattel gehauen hat. Wenn ich mich nicht täusche. So, gut, die hat es jetzt nicht geschafft. Haben wir relativ schnell einen Prozess mit ihr gemacht. Wasser scheint hier richtig tief zu sein. Ist das ein Zitteraal? Die grüne Krabbe, die sieht gerade so klein aus. Ja, das muss echt tief sein da vorne. Muss ich noch aufpassen gleich? Mein der Spino ist auch gleich überladen. Aber wenn ich jetzt noch mehr Polymer fresse, dann bin ich gleich überladen komplett. Was? Lamprey? Was ist ein Lamprey? Haben die Laternenfische hier andere Namen oder wie? Was? Ah ne, das ist ein Mulch. Okay, alles klar. Das hat gerade so gespiegelt, so ganz komisch. Okay, vor den Zitteraale habe ich ein bisschen Respekt, ehrlich gesagt. Weil ich weiß nicht, was die mit dem Spino anstellen werden, wenn der erstmal im Wasser ist. Warte mal, hier kann ich weghauen. Davon habe ich auch noch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, die Bären auch. Auch irgendwie ein bisschen für Gewicht. So gut, na gut, das wiegt ja nichts. Sag ich mal, Chitin. Warte mal, so viel Fleisch brauchen wir auch nicht. So, würde ich sagen. Da haben wir wieder ein bisschen Gewicht. Ich würde gerne mal darüber schwimmen. Nur Respekt vor diesen, da vorne sehe ich eine Qualle wieder. Vor diesen. Oh, ist hier eigentlich alles. Vor diesen, na du weißt schon. Vor diesen Zitteraal-Viechern. Problem ist, wo würden wir da hinkommen eigentlich, wenn ich da jetzt weiter schwimme? Qualle wurde aggressiv oder wäre aggressiv geworden? Was ist denn hier los?
Guanodon kämpft gegen eine. Ach, ein Tausendfüßler mitten im Wasser, was? So, der Belzebufu, so weg. Ja, okay, hier ist relativ seicht, ja. Da ist eine Krabbe. Ah, das muss hier echt tief sein. Hier vorne an der ein, zwei, drei Stellen. Okay, ich schwimme mal da rüber. Sieht auf jeden Fall mega, mega schick aus hier. Ah, alles klar, ich weiß, wo ich bin. Das ist doch dieser, der Wasserfall, wo ich mir anfangs nicht getraut habe, da runter zu springen, weil ich nicht wusste, ob ich da wieder hochkomme. Ah, okay. Ja, ich glaube, dann weiß ich jetzt wieder, wo ich bin. Hier in der Richtung, in der Nähe, war ich auf jeden Fall mit einem Johnny Schimmer unterwegs. Oh, da ist ein Geroluschrei, da will ich hin. Lass mich durch! Gelber Lootstrahl! Der allererste, den ich hier sehe. Komm, lass bitte irgendwas Schönes drin sein. Bitte irgendwas Schönes, bitte irgendwas Schönes. Verarschen. 21 grüne Edelsteine. Echt jetzt? Schon schick aus hier. Aber 21 ekelhafte grüne Edelsteine in einen gelben Blutstrahl. Da hätte mich jetzt irgendwas Besseres erwartet, ehrlich. Was ist das hier? Warum ist das hier so lila? Ist hier irgendwas Besonderes oder sind das hier alles nur so Deko? Ich renne mal hier hinten weiter. Mal gucken, was hier hinten noch so Schönes gibt. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch in dieser Aufnahme. Ich muss mir nur halbwegs den Weg merken. Wir kommen von da. Kartentechnisch, wo rennen wir gerade hin? Wir rennen gerade eben weit runter. Ah, okay. Gut, muss ich mir merken. Ich auf irgendwas getreten, okay. Ein blauer. Ey, den kenne ich da. Ja, diese Zipline. Ich habe mir da irgendwo Ziplines gebaut, damit man immer da hinkommt. Aber den Weg kenne ich. Das sieht ja schick aus. Aber ich kann mir mehr wie gut vorstellen, weil ich ja weiß, dass diese Dracheneier quasi irgendwo da unten in den Kieler Gebiet ist, dass das irgendwie, das muss irgendwo da unten sein. So gehe ich mal jetzt ganz stark von aus. Bin halt nur an überlegen, ob man da irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ob man da auch mit einem Spino runterkommt. Weil ich denke mal, wenn ich da zu Fuß runterlaufe, ja, die Rockwacks, die werden mich bestimmt nicht in Ruhe lassen. Ja, wenn ich da so ein Ei mopse. So, ja. Da vorne sieht auch irgendwas lila aus. Ich werde da mal. Ich werde da mal hinspazieren. Was das ist. Warum es da so lila ist. Ist da irgendwo eine Blutstrahl oder so? Nee. Okay. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwas gehört. Wenn hier irgendwie andere Musik oder sowas an wäre. Aber warum ist das hier alles so lila? Hat das irgendeinen Grund? Ich bin ja fast der Meinung, wir legen uns mal den Schutzanzug an. Alter, ernsthaft? Ey, komm, das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst, dass hier irgendwas verstrahltes oder sowas unterwegs ist. Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Geht der Anzug jetzt eigentlich davon kaputt? Haltbarkeit? Nö.
Okay. Okay, also lila bedeutet gefährlich. Was ist denn hier für ein mega geiler Wasserfall und die ganzen Krams? Okay. Wo bin ich denn auf der Karte gerade? Bin da unten. Okay. Blödes, ich habe jetzt gar keine richtige Orientierung, wo es quasi Norden. Ich komme ja die ganze Zeit von da. Ich würde sagen, da ist. Da müsste Westen sein, da könnte Norden sein. Eventuell, ich bin mir aber da gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, so wie es scheint, ist ja hier auch ein Wasserfall. Jungs, vertragt euch. Es muss da wieder ein großer dazwischen. So. Jetzt rennen wir gerade. Jetzt rennen wir. Ah, hier ist Richtung Norden. Okay. Oh, das ist eine Alpha-Krabbe. Hm. Aber die ist eine Etage tiefer, oder? Wie es aussieht. Das ist hier eine Kante. Oh. Sollen die jetzt hier hoch? Alpha-Krabbe? Welches Level bist du? Alpha 40, okay. Hier ist alles voll mit Silizium-Perlen. Hier ist alles voll! Verarschen! Warte, ich roll mal hier ganz kurz auf. Die kleine Meute. So. Alter, was waren denn für ein Level? Okay. Ich muss mal hier ein bisschen zeuglos werden. Ich bin echt ganz zu schwer. Ich bin dann überlegen, ob ich wirklich das Alpha-Getier jetzt angreife. Alter, was hier an Silizium-Plan ist. Mega. Eure Krabbe ist da hinten. Komm her. Na komm. Ich weiß, du willst es auch. Ich habe jetzt so Bock, die Alpha-Krabbe zu erlegen. Aber ich will die halt nicht im Wasser zerlegen, ich will die gerne auf Land. Komm. Theoretisch dürfte sie mich ja hier nicht runtergrappen können, oder? Ich kann sie sogar auf Abstand halten, so dass ich keinen Schaden kriege. Das ist ja mega nice. Kampf gegen die Alpha-Krabbe! Rakinos! Ich kann sogar. Oh, da rennt ein Shiny! Shiny, geh weg! Nicht in unsere Richtung! Ich kann sogar die Krabbe so auf Abstand halten, dass ich sogar wieder Ausdauer tanken könnte. Das ist ja schön! Guck mal, blutet sie schon? Das ist ja nicht rot, das ist ja so hellblau bei den Krabbengetieren. Komm, ich möchte aber irgendwas Schönes haben. Irgend paar richtig schöne Items. Wie so eine hellblaue Flinte oder Sturmgewehr oder irgendwas. Was wären das, die Mythronen? Habe ich das aussehen angehittet oder was? Ist gerade Erdbeben? Will die mich gerade verarschen? Komm mal her! Klar, ist gerade Erdbeben. Nix hier unten gar nicht so richtig mit. Komm doch mal her hier, du blödes Vieh. Werd nicht so in tiefe Wasser. Was ist denn ein Lamprey? Was sind denn Lampreys? Eine Art Zitterei oder was? Komm mal wieder her hier. Na komm. Ja, komm.
Ja, prima, fein. Ne, ne, komm. Bist du dran, du blödes Vieh. Okay, wir haben auch nicht einmal einen Treffer von der kassiert, ne? Yay! Aber die hält aus, die hält aus. Jetzt habe ich einen Treffer abgekriegt, okay. 84 Schaden, das geht eigentlich noch. So, ist ja auch der nervige, dicke, fette Baum weg. Und wir gehen mal, wir backen uns da mal rein und dann... Dass er nicht mehr abhauen kann, der blöde Vieh. So, jetzt machen wir aber hier Attacke. Die will springen, sie will abhauen. Jetzt lasse ich sie nicht mehr. Oh, epische Kampfmusik. So, jetzt hängen wir da voll drinne. Jetzt ist sie dran. Gibt's da keine Gnade mehr. Okay, sie blutet schon schön. Guck mal, ey, wie viel sie nicht zu perlen. So. Müsste da eine Tasche sein, genau. Kann ich hier schnell runter. Gucken. Ich habe jetzt leider nichts gesehen, was mich jetzt ganz doll reizen würde. Ne, außer jetzt hier eine Alpha-Klaue. Aber ansonsten war es totaler Mist, ehrlich gesagt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ich versuche mir mal die Stelle zu merken, weil ich kann jetzt leider auch nicht noch eine Folge aufnehmen, was echt schade eigentlich ist. Aber ich werde jetzt auf dem Weg wieder nach Hause gehen. Also ich hoffe, dass ich wieder nach Hause finde. Und ich mache aber in der nächsten Folge versuche ich genau an der Stelle wieder weiterzumachen. Ich will auf jeden Fall hier mehr erkunden, nur ich habe jetzt leider ein bisschen wenig Zeit, noch eine Folge zu drehen. Das heißt, ich renne jetzt nach Hause und in der nächsten Folge versuche ich, dass es genau an der Stelle weitergeht. Ja, ich versuche das einfach wiederzufinden. Ich versuche erstmal jetzt einen Weg heile wieder zurückzufinden. Ich muss mal gucken, da ist ein Rockfleck. Komm, weg damit. Na, so schlecht ran an die. Die hängen da gerade so ekelhaft irgendwie drin, ne? Jetzt. Mein Gott. Ich versuche jetzt irgendwie wieder heimwärts zu kommen. Alter, die kleinen Kackers, die haben mehr Schaden gemacht, ja, als die Alpha-Krabbe. Greifst du mich eigentlich an auf den Spino oder? Oh, zwei. Okay, er greift mich an. Oh, sehr hübsch. Er war hübsch. Greif mich alle an hier. Na. Ernsthaft. Weiter jetzt nicht wirklich, oder? So, wie komme ich jetzt am besten wieder zurück? Der schnellste Weg zurück. Ich glaube, jetzt renne ich weiter runter, ja? Ich glaube, ich muss in eine andere Richtung. Ja, auch sehr hübscher. Ich will auch haben. Okay, wo geht denn mein Cursor weiterhin, wenn ich jetzt hier lang laufe? Nach oben. Nach oben ist ja schon mal nicht verkehrt. Das heißt, wir müssen wirklich in diese Richtung, ja? Ich will halt ungerne... Wo ist Wasser eigentlich? Aber ich muss... Ich glaube, ich bin aus der Richtung da hinten gekommen. Nicht wahr?
Na gut, meine Freunde, ich versuche den Weg wieder zurückzufinden. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Bumble. Tschüss.